So, Maske abnehmen. Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen, zu einem neuen Video von Traka Canada Philipp. Ich bin gestern Morgen losgefahren, so gegen 10 und dann raus. Ich bin hier gegen Mitternacht angekommen. Ich bin auf dem Weg. Ich kann es gar nicht aussprechen. Massachusetts. Das ist so 2 Kilometer noch. Die brauchen Kram. Wird wahrscheinlich eine kurze Woche. Gestern war Sonntag. Und wenn wir da nach zu diesem Kunden fahren, wo ich halt gleich hinfahre, fahren wir in der Regel leer. Zurück nach Montreal. Wenn ich von Montreal bin, wenn ich in Montreal heute Abend sein sollte, dann nehme ich morgen früh meine Ladung und nicht mit zu Hause. Aber gut. Ja, plus 5 Grad. Ich dachte, hatte ich doch die Standheizung an. Klar. So. Die Nummer vom Truck geht ab. So, ich werde mich jetzt fertig machen und dann bin ich losfahren. Ich bin in Pennsylvania. Ich bin ja von der Insel losgefahren. Hab dann in, ich kann es nicht aussprechen, Massachusetts habe ich ausgeladen gestern. Dann hatten wir nicht so viel zu fahren. Dann haben die mich 530 Kilometer leer nach Pennsylvania geschickt. Da habe ich jetzt geladen. Frischfleisch und jetzt bin ich auf dem Weg Richtung Kanada, muss aber kurz vor der Grenze anhalten, weil alles, was nach Kanada an Frischfleisch kommt, muss eine inspiziert werden. Und da habe ich morgen früh um 6 Termin. Dann fahre ich da, wie gesagt, hin. Da bin ich dann so ein paar Stunden. Und dann werde ich morgen früh um 6 diese Inspektion machen. Die dauert in der Regel so 3 Stunden. Und dann fahre ich nach Toronto weiter. Ja, so ist der Plan. Es sind 16 Grad. Es wird Frühling!
So, guten Morgen zusammen. Es ist 7:30 Uhr. Ich bin hier bei der Meat Inspection, bei der Fleischinspektion. Und die laden gerade aus, probieren sie das Fleisch, ob ich das nach Kanada einführen darf. Ja, ich habe eben gerade gefrühstückt, stehe schon an der Rampe. Und die Sonne scheint, es sind 5 Grad. Und wenn man sich das angucken kann, hier sind meine Rampen. Muss also jedes Mal gemacht werden, wenn wir Fleisch nach Kanada einführen. Durch diese Tür dieser Fleischinspektion. Ja, ich hoffe, dass ich in 2-3 Stunden vom Hof komme. Und dann ist das meistens erst. Also meistens warte ich jetzt 2-3 Stunden. Obwohl, letztes habe ich immer 5 Stunden gewartet, glaube ich. Egal. Dann fahre ich nach Toronto. Und ich hoffe, dass ich einen Trailer irgendwo hinstelle, weil die Ware erst für morgen Nachmittag ist. Nur morgen Nachmittag möchte ich schon das meiste Stück nach Hause geschafft haben, denn von Toronto möchte ich ganz gerne wieder nach Hause fahren. Und dann, heute ist ja Mittwoch und dann möchte ich ja gerne am Wochenende zu Hause sein. Ne? Das ist ja so. Ja, normalerweise müsste ich den irgendwo hinstellen und dann kriege ich einen. Aber wir schauen mal, momentan ist es ein bisschen ruhig. Wir schauen einfach mal. Am Weg nach Richtung zu Hause. Ich habe gestern meinen Trailer in Toronto geladen. Ich habe einen vorgeladenen Trailer getauscht, also den leeren gegen den vollen. Bin jetzt auch schon 1000 Kilometer gefahren seit gestern. Also ich habe jetzt noch 530 Kilometer bis zu meinem Kunden. Da werde ich mich heute Abend hinstellen, dann laden die morgen früh aus. Und danach werde ich dann nach Hause fahren, also zur Insel, und dann habe ich da noch eine Anlieferung. Summerside, das ist die zweitgrößte Stadt von Elizabeth Island. Und danach werde ich nach Hause fahren, dann habe ich Wochenende. Passend auf Freitag habe ich dann Wochenende. Ja, es war eine sehr gute Woche, sehr gutes Wetter, es sind gerade 16 Grad draußen. Ich bin hier gerade im Nirgendwo, so wie ihr sehen könnt, hier ist nichts, außer ein paar Bäume und eine Straße. Aber das ist schön.
Es ist 10:30 Uhr. Es ist 10:30 Uhr morgens und es sind 3 Grad plus und ich bin kurz vor der Brücke. Das heißt, ich bin nachher zu Hause. Ich fahre jetzt auf die Insel, auf Prinzessin Island und muss dann noch was anliefern. In Summerside. Und danach fahre ich dann zurück und dann habe ich dann Wochenende. Heute ist Freitag. Das Wetter ist gut. Morgen soll man Schnee kriegen. Morgen, übermorgen. Aber momentan sieht es so gut, sieht es aus, als wenn wir ein gutes Wetter haben. Ich habe heute Morgen angeliefert in einem, beim Kunden. Da musste ich morgen um 6 Uhr anliefern, wenn man 2 Stunden braucht, um auszuladen. Jetzt habe ich noch einen Kunden drauf. Wie gesagt, den liefere ich auf 3 an. Ich werde jetzt über die Brücke fahren, dann werde ich den Test machen, weil wir müssen ja den Test machen, jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen, den Virustest, Corinna. Und dann bin ich dann auch gegen Mittag zu Hause.
testen lassen. So, ich bin fast zu Hause, also ich bin bei uns fast an der Firma. Ich habe noch den Trailer beim zweiten Kunden ausladen lassen. Dann habe ich den zum anderen Kunden hingebracht, leer. Der lädt ihn wieder voll und dann geht er wieder los. Ich fahre jetzt gerade mit der Zugmaschine, nur mit der Sammelzugmaschine, das heißt Bobtail, zurück zu unserem Yard, also zum Hof. Und dann fängt mein Wochenende an. Ja, was? Also ich würde noch sagen, vergesst es, abonniert mich. Und auf Facebook, meine Gruppe heißt Kanada Trucker Philipp. Würde mich freuen, euch da begrüßen zu können. Ja, ich sage jetzt erstmal Tschüss und dann lasse ich die Kamera noch ein bisschen weiterlaufen. Und dann fahren wir jetzt mal nach Hause, ne? Ciao.